Die IPM hat hier für uns, für die Stadt Düsseldorf, wirklich ein tolles Bauprojekt zum Abschluss gebracht, nachdem wir bereits einen naturwissenschaftlichen und Klassentrakt in Betrieb nehmen konnten und auch eine Zweifeldsporthalle. Dürfen wir uns heute darüber freuen, dass die Mensa fertig geworden ist. Der Bau dieser Mensa war relativ schnell zu realisieren, was uns auch selber etwas überrascht hat, denn ganz so einfach ist das Gebäude nicht errichtet worden. Es ist quasi eingeschoben worden in das Bestandsgebäude. Man sieht das von außen sehr gut, dass es quasi mit dem Pultdach sich so in das alte Gebäude reinschiebt. Und dafür ist es sehr schnell gewesen. Es hat ein gutes Jahr gedauert, bis diese Maßnahme jetzt abgeschlossen werden konnte. Und insgesamt beträgt der Bau der Mensa und der Umbauten im Hauptgebäude rund 4 Millionen Euro. Naja, es ist ja gewissermaßen der Abschluss eines großen Projektes hier in Garrath. Heute wird die Mensa eingeweiht. Vor etlichen Wochen konnte man die neue Dreifachturnhalle einweihen. Noch davor wurde das neue Unterrichtsgebäude, insbesondere mit den Fachräumen, eingeweiht. Es ist ein echtes Leuchtturmprojekt in unserem Schulausbau- und Neubauprojekt. Zum ersten Mal kann man in Garrath Abitur machen, denn aus der Fritz-Henkel-Hauptschule ist eben die Gesamtschule Stettiner Straße geworden. Und ich glaube, für den ganzen Stadtteil zeigt es, wie bedeutsam Garrath gerade für die Stadtentwicklung in Düsseldorf ist, für das Stadtteil Erneuerungsprojekt Garrath 2.0 sind Fördermittel geflossen, die auch hier diesem Schulgebäude zugute gekommen ist. Ich glaube, das ist auch etwas, was das Selbstbewusstsein der Garatherinnen und Garatha stärkt. Sie können stolz sein auf ihren Stadtteil und wie er sich entwickelt.